Hallo, ich begrüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute geht es endlich wieder los mit meinen Videos. Als erstes werde ich euch ein paar Sets vorstellen. Deswegen wird es heute eine Art Haul-Video sein. Ich habe mehrere Sets gekauft währenddessen, dass ich in Pause war. Und ein bisschen Bericht, also zeigen, was meine Vorstellung ist von dem Mock, was ich bauen will. Also diesem Burgenmock. Das ist eigentlich das, was ich zeigen will heute. Die Schachtel, also die Set, die ich zeige, sind alle schon gebaut. Die habe ich dessen schon alles gebaut. Und zum Teil habe ich auch Dings gemacht, Videos dazu. Deswegen gibt es wahrscheinlich ein paar Videos, die sehr wahrscheinlich wieder sagen, dass ich wieder Video anfange. Aber das fängt, ich habe ja das schon voran gemacht, deswegen ist das schon drinnen. Heute wollte ich jetzt mal als erstes dieses Video zu zeigen, was ich zu, in dieser Zeit, was für Set ich gekauft habe. Natürlich habe ich jetzt, ich habe alles schon gebaut, aber noch nicht alles gefilmt, sagen wir so. Okay, also als erstes fangen wir mal mit dem Set, das ich, also die, die ich ja, relativ schnell gekauft habe. Es sind kleinere Set, die waren auch nicht so teuer. Das erste, was ich da gekauft habe, ist hier unten. Jetzt zeige ich eben, wie gesagt, die ersten Sets. Sie sind wie gesagt schon offen, das heißt, ich habe sie schon gebaut. Das erste ist das hier. Das ist die Lotus, die 76907. Auch ein sehr schönes Set, finde ich. Ist leider auch hier in der Schweiz über 30 Franken. Jetzt muss ich natürlich nachschauen, wie teuer das war. Ich glaube 32 und etwas. Genau, aber weiß ich nicht. Aber auch hier in der Schweiz sind natürlich die Preise raufgegangen. Das wäre mal das von Speed Champions von Lego. Dann habe ich nochmals eins gekauft, das war billiger. Ups, jetzt habe ich es hier. Moment. Ein bisschen verstreut die Schachtel. Ein weiteres Speed Champions. Das ist der Königseck. Auch von Lego Speed Champions und mit der Nummer 76900. Auch ein sehr schönes Set. Das habe ich noch. Mit dem alten Preis, glaube ich, 26 gezahlt, 26 Franken. Da war noch der alte Preis drauf. Das sind diese zwei, die ich noch quasi als erstes gekauft habe, als erstes ja zwischendrin. Mal gekauft, weil die relativ im Vergleich zum anderen Set natürlich billiger war. Dann mal diesen zwei. Schauen wir, ob alles drin passen. Das nächste. Ein bisschen größeres Set ist auch hier. Das ist die Creator, der Hase. Also dieser Hase. Das passt natürlich jetzt für die nächste Zeit, wo es langsam Ostern wird. Also innerhalb von, ich das Video mache, noch zwei Wochen, dann ist es Ostern. Circa. Dieses Set hat mir auch dann sehr gefallen. Der Preis war hier, glaube ich, auch um die 30 Franken, glaube ich. Ich werde, wie gesagt, die Preise dann, während ich dieses Set vorstelle, genauer zeigen. Eins empfinden, zeigen nachher. Das ist auch ein 3-in-1 Set, wie die meisten bei Creator. Das finde ich auch sehr schön. Diese werde ich doch auch mal bauen. Also Kakadu und die Rope, die werde ich dann später auch noch bauen. Finde ich auch sehr schön. Diese kleinere Sets, dann habe ich, das hat man schon im Hintergrund gesehen, ist das da, das ist das letzte Set, was ich gekauft habe, das habe ich erst vor drei, also Ende letzte Woche gekauft, das ist ja von Star Wars, der TIE Bomber mit der Nummer 75347. Auch ein sehr schönes Set. Ich werde jetzt nicht hinten alles zeigen vorne. Ich werde das dann später Details, wenn ich die Set dann einzeln zeige, genauer zeigen. Das finde ich auch ein sehr schönes Set. Da habe ich natürlich Glück gehabt. Ich habe das in Rabatt
das weiß ich noch ganz genau, weil es das letzte ist. Das habe ich nur mit 51 bezahlt. 51 Franken und 60, glaube ich. War etwa 40% rabattiert. Deswegen habe ich das gekauft, sonst wäre es hier in der Schweiz über 80 gewesen. Das UVP, das ist da, schon in Deutschland ist dieser Set extrem teuer. Hier in der Schweiz ist das extrem. Für ein bisschen mehr als 600 Teile ist das wirklich nicht, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also mal das. Jetzt kommen die größeren Set, die ich habe. Die sind alle gekommen. Da habe ich diese zwei Set habe ich die Videos schon gemacht. Die werden als erstes gezeigt. Das erste wäre das hier. Von Kada. Das ist der Underground London Underground Station. Und das finde ich wirklich ein sehr schönes Set. Wirklich gelungen. Die Steine sind sehr gut, werde ich auch im Video dann genauer rangehen. Und finde wirklich einen von den schönsten Set. Ist auch von Tobias hier unterzeichnet. Das ist ja der Designer von diesem Set. Und nun kommt das größte von allen Sets. Ich weiß nicht, ob das noch Platz hat. Das ist ganz hinter meinem Stuhl. Nein, da gibt es noch ein weiteres Set. Der ist jetzt runtergefallen. Was ich nicht vergessen habe, das ist von diesen Toilinos. Es sind jetzt auch wieder zwei neue Sets rausgekommen. Das ist dieses Flugzeug. Rundflug heißt das. Von Toilino, das ist bei uns, im Aldi wird das verkauft. Ich weiß nicht, ob jetzt in Deutschland so etwas auch verkauft wird bei Toilino. Bei Aldi. Bei uns Aldi Schweiz wird das verkauft, gibt es ja Aldi Süd. Ich weiß nicht, ob in Deutschland jetzt auch so etwas verkauft wird. Das habe ich auch für 12 oder 13 Franken bekommen, für 322 Teile. Und ich muss sagen, da muss ich noch das Video machen und das ist nicht schlecht. Also, es ist sehr gut gemacht, dieses Set. Jetzt nehmen wir das, also das hier drauf bekommen und alles runterfliegt. Nein, es geht. Ich sieht man fast nicht mehr. Und jetzt kommt wieder das größte Set, was auch schon abgefilmt ist. Und das ist die. das hier von Kobi. Die Enterprise, der Flugzeugträger, da habe ich auch nur für 127 Franken oder so gekauft. Ich weiß nicht mehr genau. Ich werde das, wie gesagt, Video werde ich dann genauer sagen. Das ist mein größtes Set. Mit 2500 Teile ist das auch das größte allgemein. So, das wäre alles, was ich habe. Das ist mein. Ich habe jetzt keinen Platz, um alles drauf zu nehmen. Das vielleicht zustellen, aber geht es nicht. Ich lasse es so. Vielleicht will ich das vorne, aber werden die anderen wieder abgedeckt. Es ist schwierig. Ich lasse es mal so. Vielleicht so. Oh, also, das Ganze, ja, das sieht nicht gut. Ich lasse es. Also, das ist das größte Set. Ich werde es am Boden stehen. So, das wäre mal alles in Sachen Set. Ich werde jetzt, wie gesagt, als nächstes noch das Muck zeigen. Also meine Idee vom Muck, die ich zeigen werde, das wird eben auf eine 48x48 graue Platte machen. Von der Größe her wird es nicht grösser sein als die meisten Muck, die ich mache. Abgesehen, das Größte, was ich mal gemacht habe, ist ja die Classic Space. Basis, das ist das größte, was ich bis jetzt mal gemacht habe. Das Burg, die Burg wird nicht groß sein, also es wird so groß wie die andere, da, das Villa etwa so in dem Stil. Wie gesagt, das wird eine 48x48. Ich werde entweder hier oder hier ein Bild einblenden von meiner Idee. Natürlich wird es nicht so, wie es auf dem Bild ist. Das ist ein echtes Schloss. Ich werde natürlich kein echtes Schloss nachbauen, das ist nur so ungefähr die Idee von meinem Schloss, wie es aussehen wird. Natürlich sind die Türme und die Dings nicht mehr so, ich werde das ein bisschen anders. Es wird ein Fantasieschloss drauf sein,
aber im ähnlichen Stil wie das Foto, das ich hier jetzt zeige. Und das würde eben das Mock. Und währenddessen werde ich eben zwischendrin eben diese einzelne Set hier zeigen, die ich gemacht habe. Bei dem und beim Kobi hier habe ich auch ein Unboxing gemacht, bei den anderen nicht. Ich dachte, bei den größeren kann man noch ein Unboxing machen, bei den kleinen finde ich das so. Da habe ich alles auf einmal gemacht, das finde ich, da brauche ich kein Unboxing noch dazu. Deswegen bei dem und beim Kobi sind es zwei Videos und bei allen anderen wird es nur ein Video geben. Und dazwischen drin werde ich immer, wie gesagt, wieder den Aufbau von meinem Mock zeigen. Das sind meine Ideen momentan und dazwischen drin werde ich noch Dings machen, Shorts. Das hab ich wollte schon vorher mal Shorts machen, hatte leider nicht die Zeit und zum Teil auch keine Lust hatte. Ich musste eben sehr viel suchen. Momentan bin ich leider immer noch am Suchen, ich habe noch nicht eine weitere Stelle. Ich habe mich jetzt in einer, wie sagt man jetzt auf Deutsch, das ist schwierig. Es gibt sicher auch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland gibt, in der Schweiz gibt es sicher. Also es ist so eine Agentur, die dir helfen, dir einen Job zu suchen. Das Problem ist einfach, wenn es natürlich von Ihnen einen Job findet, wird ein Teil deines Lohnes, obwohl es wird nicht direkt von meinem Lohn abgezogen, aber es ist eine Abmachung zwischen dieser Agentur und die Stelle, die ich nehme. Aber ich habe da bessere Chancen, ein weiteres Job. Wie gesagt, ich arbeite schon, aber wie gesagt, ich arbeite momentan noch 20-30%. Ja. Ich wollte noch etwas voran aber auch vergessen zu sagen. Ich habe hier, man sieht es vielleicht hier, ich habe ein kleines Unfall gehabt. Das war, ich habe jetzt vor kurzem ein Fahrrad gekauft, die elektrisch ist. Das Problem, das Fahrrad ist momentan zu groß. Ich habe zu hoch eingestellt, also den Sitz zu hoch gestellt für meine Größe. Ich bin nur 1,60. Deswegen beim Abstiegen ist mir leider, bin ich da ein bisschen abgerutscht und während beim Abstiegen bin ich runtergefallen. Nichts passiert, hatte hier nur ein Kratzer. Aber das passiert etwas. Jetzt habe ich natürlich den Sitz runtergestellt, jetzt geht es wieder. Ich wollte es natürlich höher stellen, damit ich nicht so einen Krampf habe beim Treten. Aber es kann ja wie gesagt noch passieren. Aber zum Glück war er da so auf dem Platz und nicht gefallen und nichts mit auf der Straße. Okay, das wäre mal das, was ich mit dem Unfall habe. klären, wenn ich schon vielleicht von euch gesehen habe bei dem Video. Mehr habe ich nicht zu sagen, das wäre mal alles. Nächstes Mal werde ich anfangen, entweder mit dem Mock oder sehr wahrscheinlich schon mit dem starten. Das ist das erste Video, das dann rauskommt. Das habe ich, glaube ich, schon. Das Unboxing habe ich da schon geschnitten, ja. Das wird eben das. Und da habe ich in dem Video, und nicht das nächste oder übernächste, das ist auch, werde ich auch wieder sagen, jetzt starte ich wieder mit meiner Videoreihe. Ich habe, wie gesagt, das habe ich schon vorher nicht gefilmt, deswegen. Okay, also bis dann. Also, ciao und bleibt mir gesund und munter.